Herzlich willkommen zu diesem Test und Unboxing eines Carrera RC Quadrocopters. Ihr seht hier schon das Modell, und zwar geht es um den Carrera Motion Copter mit dieser Artikelnummer. Und wie der Name schon verrät und auch dieses Bild hier, es geht darum, dieses Fluggerät mit einer Handbewegung zu steuern. Also gibt es keine herkömmliche Fernsteuerung mit Joysticks oder ähnlichem. Das schauen wir uns aber gleich nochmal genauer an. Wir schauen zunächst, was die Verpackung so verrät über das Ganze. Dann packen wir es natürlich aus und im Anschluss gibt es noch einen Test zu diesem Gerät. So, was haben wir hier an Informationen? 2,4 GHz, 17 cm groß, für Anfänger geeignet. Es hat 3D-Looping-Funktion, Höhenkontrollfunktion und automatisch Start und Landung. Ist einfach zu fliegen, ideal für Einsteiger. Motion Control, das ist intuitive Einhand-Gestensteuerung und eine Antikollisionsfunktion. Das Ganze ist auch ausgestattet mit LED-Lichtern. Und hier sehen wir das eigentliche Gerät schon durch dieses Sichtfenster. Auf der Seite die Artikelbezeichnung und Artikelnummer. Hier oben haben wir das Kleingedruckte, also allerhand Informationen. Und auf dieser Seite nochmal zusammengefasst Motion Control, also intuitive Einhand-Gestensteuerung, Easy to Fly und 2,4 GHz störungsfrei, bis zu 16 Quadrocopter parallel möglich. So, auf der Rückseite haben wir dann auch nochmal diese ganzen Daten und auch weitere. Unter anderem steht hier mit dabei Ready to Fly, Flugzeit bis zu 5 Minuten. Ready to Fly heißt einfach, man kann es hier auspacken aus der Verpackung und direkt loslegen. Heißt, man muss keine zusätzlichen Batterien erst kaufen oder Akkus aufladen. Es kann direkt losgehen. Dann die Infos, die wir hier schon auf der Front gesehen haben. Nur für Outdoor-Flüge geeignet. Deswegen werden wir das Ganze auch natürlich Outdoor testen. Und hier steht nochmal mit dabei, welches Ladekabel da dabei ist. Ja, gut, so viel zu den Äußerlichkeiten der Verpackung und zu den grundlegenden Informationen. Jetzt werden wir das Ganze natürlich auch mal in die Hand nehmen. So, hier haben wir den Quadrocopter in schickem Rot. Und mit dabei auch hier Zubehör. Das werden wir uns natürlich auch anschauen, um was es da geht. So. Wir haben die Montage- und Bedienungsanleitung. Hier wird natürlich auch schön erklärt, wie das mit der Gestensteuerung funktioniert. Das sieht man hier natürlich bei den ersten Schritten der Anleitung am besten. Also es gibt allerhand verschiedene Funktionen. So, also alles da, um hier durchzublicken. Dann haben wir hier ein USB-Ladekabel. Dieser weiße Anschluss kommt dann später an den Akku des Quadrocopters, um den aufzuladen. Und hier ist nochmal ein kleines Adapterstück, was in dem Fall gebraucht wird, um diese
Fernsteuerung aufzuladen. So, hier ein kleiner Schraubendreher, um den Akkudeckel oder die Abdeckung des Akkus hier zu öffnen. Dann haben wir mit dabei den passenden Akku für unseren Quadrocopter und hier besagte Fernsteuerung. Diese sieht so aus. Wir haben hier einen Ausschalter, eine Ladebuchse und einen so eine Art Gummiarmband für um die Hand und noch ein kleines Extrateil mit einem Druckknopf. Und hier haben wir, wie gesagt, den Quadrocopter. Da ist dann einfach mit dem mitgelieferten Schraubendreher der Akku einzusetzen. So. Dann muss man hier ein bisschen das Kabel verstauen und noch den Akku dazu. Das Fach wieder verschließen, damit in der Luft hier nichts passiert. Und da das Ganze ready to run oder ready to fly ist, sind die Akkus schon vorgeladen. Das Ganze hier wartet jetzt auf die passende Fernsteuerung, die hier eingeschaltet wird. Und sobald beides aufhört zu blinken, ist es hier auch verbunden. Und nun kann man dieses Armband anziehen oder diese Handschlaufe. Dann diesen kleinen Druckknopf an den Zeigefinger und somit kann man das Ganze hier steuern. So, machen wir einen ganz, ganz kurzen Indoor-Test und den ausführlichen Test machen wir dann später draußen, aufgrund dessen, dass eben ein Fluggerät doch ein bisschen mehr Platz braucht, als es hier in einem Raum zur Verfügung steht. So, wir haben das Ganze verbunden. Ich werde das hier festhalten, denn ja, sonst fliegt es hier gleich wohl an die Decke oder quer durch den Raum. Aber ich wollte ganz kurz diesen Startknopf einmal checken. Wenn man den betätigt, geht das Ganze los. Und hier mit der Bewegung der Hand würde das Ganze gerne in verschiedene Richtungen fliegen. Und zum Stoppen hier wieder auf den An- und Ausschalter drücken. Das Ganze landet dann selbstständig. Ja, es gibt die automatische Start- und Landefunktion. Das kann man jetzt hier Indoor sozusagen schlecht zeigen. Das werden wir dann gleich draußen machen. Von daher, bis gleich. So, wir sind outdoor für euch zum Test des Carrera RC Motion Copter. Ich habe hier die Fernsteuerung an der Hand und wir starten einfach mal. Ja, die Motion-Steuerung funktioniert.
Also neige ich meine Hand nach links, neigt sich der Quadrocopter nach links, ebenso rechts, vorne, hinten. Und auch eine Landung, wenn auch etwas ruppig, ist möglich. Ja, mit etwas Übung und in einer windstillen Umgebung sicherlich eine Menge Spaß. Und von daher super Teil, sehr interessante Steuerung und ja, mal was anderes. Mein Fazit zum Carrera Motion Copter. Ja, schönes Teil. Wie gesagt, interessante, coole Steuerung. Und wenn man damit vertraut ist, hat man damit sicherlich eine Menge Spaß. Ja, von daher Daumen hoch von meiner Seite und bis zum nächsten Mal.